Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Let's Fun Heyday. Heute werden wir eine neue Party am Schlüssel spielen mit der ersten Farm. Level 284. oster event ist schon lange vorbei. Jetzt sammle ich das Paket endlich mal ein. Es wird auch Zeit, dass Ostern <laughs> ja, beendet ist. Ich weiß nicht, wie ihr das oster event so insgesamt fandet, aber generell kam es besser an als das Weihnachts-Event. Klar war es immer noch ein paar Nachteile, die es hatte. Er ja, waren halt immer noch schlecht. Aber im Grunde genommen war es ja ganz. Gut und auf jeden Fall besser als das letzte Weihnachtsevent, weil es einfach zu lange war. Heute ist doppelt XP Schiff Event. Das spielen wir ein bisschen. Schicken ein paar Schiffe ab, managen die Farm und quatschen über Gott und die Welt. In letzter Zeit waren ja richtig viele. Oh, guck mal, ich krieg dieses Dingsbums. Äh, das ist, äh, diese Felder-Deko. Habt ihr gerade gesehen? Ich weiß nicht, ob man die jetzt hier sieht. Ah ja, genau, das meinte ich. Gartenbeet. Ey, die ist gar nicht so unselten. Also, da freue ich mich jetzt ein bisschen, dass ich die habe. Dann haben wir einen Rosy Schub. Den behalten wir natürlich, tauschen wir ab. Mit irgendetwas anderem, wo ich erstmal tausend Jahre nach rechts scrollen muss, bis ich irgendwas gefunden habe, was ich tauschen kann. Schub. <laughs> genau so heißt der Schub. <laughs> oh Mann, schon ja lustig. Ach ja, Heyday. Ach, ich liebe Heyday, Leute. Ist es nicht so? Wir lieben Heyday. Heyday ist ein tolles Spiel. Hier muss ich jetzt übrigens Pilze anpflanzen. Denn ich muss noch ein paar Farmpassaufgaben erledigen, denn der Farmpass ist ja schon fast zu Ende da, da lasse ich mir natürlich nicht die Belohnung entgehen, weil es im Moment leider der einzige Weg im Moment ist, wo ich Level, was auch ein bisschen schade ist, aber es ist leider im Moment so, was sich nur ändern wird, aber habe ich ja schon in anderen Parts drüber geredet und deswegen müssen wir immerhin den Farmpass abschließen, das ist ja wohl das Mindeste, okay. aber schwer ist es ja auch nicht. Ihr kennt alle den Farmpass, so schwer ist es ja wirklich nicht. Ja doppelt XP Schiff Event, oh, ich habe schon lange keinen Livestream mehr über das doppelt XP Event gemacht, da müssen wir echt Tage wieder raushauen. Aber tatsächlich wusste ich gar nicht genau, was diese Woche für Events sind. Deswegen konnte ich da auch schlecht planen. Weil ich diese Woche sowieso etwas verhindert bin, was das angeht. Zumindest was das Livestream angeht. Im Moment ist privat halt sehr, sehr viel los. Details folgen irgendwann. Genau. Ansonsten spiele ich Heyday immer noch richtig, richtig gerne. Offstream. Ja, kommt immer so drauf an. Mal mehr, mal weniger. Oh, hier fehlt übrigens wieder mein Kleiderding. Aber oh, wie hieß das denn nochmal? Das hieß doch gar nicht mehr. Ist das nicht. Ist das nicht Ankleide irgendwas? Ah ja, genau. Ankleideraum sogar. Oh. Guckt euch mal mein Gedächtnis an. <laughs> das okay, das war Zufall, aber normalerweise merke ich mir die Namen von den komischen Dekorationen nicht. Aber das habe ich mir gemerkt. Guck mal, ich habe sogar so wenig Weizen gefarmt, dass ich schon kaum noch <laughs> Minensachen habe. Und das heißt schon was. Das ist schon, schon echt krass. Ja, wir haben jetzt hier ein paar Schiffe raus, kriegen Puzzleteil noch und. Dadeln hier so ein bisschen Spielt ihr das Doppel-XP-Schiff-Event Aber ich glaube die meisten sind eher Favorit für Doppel-XP-LKW Was ich auch verstehen kann, ist ja auch besser Doppel-XP-Events sind sowieso immer nice Aber Doppel-XP-LKW ist halt Ja Noch um einiges besser als Als das Doppel-XP-Schiff-Event oder so Muss ich ja schon Sagen Und mir fehlen hier echt so so viele Zwischenzutaten Das ist grausam Grausam ich hoffe, dass ich das wieder repariert bekomme. Ich habe hier letztens noch Ziegenkäse gemacht. Das haben wir jetzt auch nochmal wieder rein. Aber irgendwie... Hat das Update überhaupt was gebracht? Ich habe ja immer über die Updates geredet, aber irgendwie... Ah, ich glaube, ich habe es noch nicht runtergeladen. ist ja ein optionales Update. Ich glaube, da ist der Fehler. Ich hätte es vielleicht mal runterladen sollen. Aber, naja. <laughs> ich habe es ja großartig angekündigt. Aber runtergeladen hatte ich es noch nicht. Was ist hat auch keine Meldung bekommen. Normalerweise kriegt man doch mal Meldung. Ich hatte sie ja auch schon wieder vergessen gehabt. So, optionale Updates sind ja immer so, hm, okay, muss ich, äh, kann ich machen? Muss ich aber nicht. <laughs> dann denke ich mir halt immer, hm, wenn ich dann im Spiel bin und es ist immer noch so, irgendwas wurde doch geändert. <laughs> aber das Update hat richtig Probleme gemacht. Habt ihr das mitbekommen? Ich weiß nicht, ob das jeder von euch mitbekommen hat, aber das Update, oder die, das optionale Update hat echt Probleme gemacht in verschiedenen Ländern leider. Und ist dann gar nicht mehr zugangsfähig gewesen. Also für längere Zeit tatsächlich. Für ein paar Tage, glaube ich, sogar. Wo die Leute dann nicht mehr ins Spiel gekommen sind. Wegen. nur wegen dem optionalen Update, müsst ihr euch mal vorstellen. <laughs> oh Mann. Und dann war noch ein richtiger Unterschied bei iOS und Android. Was dann auch nochmal für Probleme gesorgt hat. Also ich weiß nicht wieso, aber hey, der Updates. Also ich kenne das echt von keinem anderen Spiel. Also, hey, die updates sind ja immer so gefährlich. Also, ich weiß nicht, warum das Spiel so instabil ist, aber sobald ein Update kommt, geht am besten in Entdeckung, setzt euch einen Helm auf, schnallt euch an und guckt am besten erst wieder raus, wenn das Update schon zwei Monate vorbei ist. Das ist ja manchmal so schlimm. So viele Bugs und und und. Ich habe sogar schon von Leuten gehört, dass Produkte zu sehen waren, also ich habe auch Screenshots gesehen tatsächlich, dass Produkte zu sehen waren, die es noch gar nicht im Spiel gibt. Die dann noch freizuschalten waren und die dann schon bei den LKW-Aufgaben gebraucht wurden. also Das Update-Chaos in Heyday, ich weiß auch nicht, das ist, äh <laughs> das ist schon krass. Ähm, ansonsten, ich freue mich natürlich immer auf Updates, so ist nicht. Soll jetzt nicht irgendwie rüberkommen, oh, der meckert immer und so. Nee, ist ja einfach nur eine Tatsache, dass die Updates einfach von Heyday immer für Theater sorgen. <laughs> ich weiß auch nicht. Wie, also ich. Ich meine, das Spiel gibt es jetzt elf Jahre. Ich glaube, das letzte Update war somit das Update, was am wenigsten Probleme gesäucht hat. Und es ist jetzt nicht so, dass Heyday. Ja. Ein kleines Unternehmen ist. Es ist ja auch nicht ein Unternehmen, was zum ersten Mal ein Update macht. Das ist ja, das ist ja das, was ich nicht verstehe da dran. Wie kann es sein, dass so ein Riesenunternehmen es nicht geschissen bekommt, das heißt jetzt übertrieben, aber es oft nicht geschissen bekommt, ein Update zu machen ohne Probleme? Ich meine, klar, man kann nicht alles im Vorhinein testen und und und, aber. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich meine, ihr macht die Livestream schon extra dann, <laughs> wo ich denke, dass es die wenigsten Probleme nur noch gibt. Also extra so 2-3 Stunden nach dem Update. Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? Also ich weiß nicht, irgendwie. Ist das schon traurig. Und auch viele, die dann ja auch gar nicht mehr spielen können, ne? Wie viele haben die Farben verloren? Wie viele wurden einfach rausgekegelt? Ich meine, wenn Hate das wenigstens ankündigen würde, sagen wir mal, zumindest die Handy-Version. Ich meine, manche haben ja echt noch ältere Handys oder sonst irgendwas, wo dann gesagt werden würde, ey Leute, die Handys oder die Android-Version, die iOS-Version gilt ja nicht mehr. Also früh genug, wisst ihr. Damit dann, weiß ich nicht, damit man die farm speichern kann. Oder was anderes, oder sich ein neues Handy kaufen kann, wegen Heyday, was weiß ich. Aber auf jeden Fall, dass man irgendwie handeln kann. Aber wenn einfach so, ich meine, wir sagen ja immer, wann das Update kommt und welche Inhalte es sind, aber ich weiß zum Beispiel nicht. Ja, welche Geräte dann noch unterstützt werden oder sonst irgendwas. Das ist ja dann immer so random. Und dann kriege ich dann die Nachrichten auf Instagram oder seht es auch bei den offiziellen Hayday-Kanälen dann, ey, ich kann Hayden nicht mal spielen. Ich komme nicht mal rein oder sonst irgendwas. Das liegt nicht daran, dass ähm, das Update-Kacke war, sondern weil Hayden dann halt auch oft, aber das macht ja jedes Spiel, weil es dann einfach unsicher ist und und und, dann einfach alte Geräte rauswirft. Das ist ja dann auch immer so eine Sache. Man kann es nachgucken, jetzt zum Beispiel bei Heyday, also im App Store, bis zu welcher Version unterstützt wird, dann könnte man auch gucken, okay, beim nächsten Update könnte mein Handy zu alt sein, also das kann man nachgucken. Einfach App Store gehen, auf die App gehen und dann unten gucken, das steht glaube ich ganz unten meistens, welche Geräte oder bis zu welchem Gerät das dann unterstützt wird. Aber das macht ja keiner. Also wer macht das? Ich würde es auch nicht machen. Vor allem, es spielt ja auch nicht jeder so aktiv Heyday wie jetzt. Wie hier, also die, das Video gucken oder allgemein, wisst ihr? Ihr seid ja mal auf dem aktuellsten Stand oder guckt das auch mal bestimmt nach. Aber andere, so eine 015 Omi, die Heyday, weiß nicht, ein-, zweimal am Tag spielt und dann, ja, oh, ein Update, cool, schöne neue Sachen, nice. Okay, ist gut zu wissen. Ähm, die wird ja nicht dann im App Store gucken oder sonst irgendwas, <laughs> ob mein Handy da unterstützt wird. Die wird dann irgendwann rausgekegelt. Hat die Farm wahrscheinlich nicht gespeichert, weil warum auch? Die hat, macht immer dasselbe. Never change the running system. Und dann auf einmal Farm weg und sie spielt nie wieder. Und um das zu verhindern, sollte es da frühzeitig eine Meldung geben. Ich meine, muss ja nicht heißen, dass die Meldung unbedingt was bringt, aber immerhin haben sie eine Meldung gemacht. Wäre cool, aber ja. Updates. Um auf den Punkt zu kommen, Updates in Heyday. Ganz schwierige Sache. Ganz schwierige Sache, ganz schwieriges Thema. <laughs> einfach runterschlucken und ja weitergehen. <laughs> also ich freue mich wie gesagt immer auf Updates, aber die Umsetzung ist manchmal echt heftig. Ja, also ich habe mich übrigens immer noch nicht so an das ganze Design hier gewöhnt. Ich finde es immer noch spannend und cool, aber so richtig gewöhnt habe ich mich noch nicht daran. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sagt, oh geil, mittlerweile finde ich das richtig gut oder Ne. ändert das. Ich glaube, dass die meisten immer noch sagen würden, er ändert das. Ich, ich, aber ich bin ehrlich so, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das alte aussieht. <laughs> ich glaube, wenn ich es jetzt sehen würde, würde ich sagen, ach so, hey, der Jahre normal. Ähm, aber so an sich. So viel haben sie ja jetzt auch nicht verändert, ne? Das, ist, das Gröbste ist ja immer noch gleich. Das ist ja jetzt nur die Oberfläche, so, die Option und sowas. Das ist halt kindlicher. Aber so eine große Änderung empfinde ich es jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. Jetzt um, also noch, um nochmal länger hinweg drauf zurückzublicken auf das Update. Aber das sieht ja auch jeder anders. Ich meine. Ja, es war schon schwierige Sache, das einfach so zu ändern. <laughs> muss ich schon, schon recht geben. Also, ich jetzt das erste Mal das Ding, Dingsbums gesehen habe, dachte ich, boah, geil. Und dann. Aber ich sah richtig heftig angekündigt und dann auf einmal, oah, Es <laughs> ist vielleicht doch nicht so nice. Vor allem, als ich dann das erste Mal so richtig damit gespielt hatte. Dann kam mir dann so die Leute, oh, Robin, das ist wohl doch nicht so gut. Das weiß man auch im Vorhinein. Auch nicht mal so genau, wie was ankommt. Ich bin dann immer so, oh, boah, das ist das gut. Und dann, ich glaube, das versteckt sie dann bei mir noch, dass ich das dann nicht sagen darf, was es ist. Weil es da, dann hype ich es noch mehr für mich selber hoch. Wisst ihr? Dann kommt diese ganze Chose zustande. Ach ja. Wir lieben Heyday. Wir lieben Sneak Peeks. Wir lieben Updates. Das ist mal ein gutes Fazit. Ja, ich muss jetzt hier noch Pilze ernten. Für einen Farmpass. Hier muss ich Schiffe abschicken. Doppelt XP. Juhu! Tal ist schon wieder zu Ende. Restlichen Gebäude lasse ich offen, weil mir eh Produkte fehlen. Rosie und der Nestmeister muss ich eigentlich wieder einstellen. Die beiden Faulenzer. Oh, ich merke mir nie, wie ich das eingestellt habe, echt nicht. Ich weiß, dass ich immer viel Sahne und viel Butter und so habe, aber. Wie genau ist mir dann oft doch nochmal ein Rätsel? Ich glaube 70-70. Obwohl, ne, ich glaube gar nicht so viel. Ich glaube 60, 60. Ah ne, doch. 70, 70 und dann. Oder? 30, 30? Ne, ich hatte doch 35 mindestens. Machen wir 65, 65, glaube ich, glaub, das ist eine gute Aufteilung. <laughs> ich habe heute übrigens auch keine Story zu erzählen. Ich habe nichts erlebt, ey, voll langweilig. Ich bin Rentner schlechthin. Ich kann euch nichts erzählen. Nichts erlebt, nichts gemacht. Einfach nur. Ja, nix, nix, nix. Ich kann euch echt nichts erzählen, ey. Ich würde euch so gerne Storys erzählen, was ich so erlebt habe und so. Aber, ich glaube, da müsst ihr bis zum nächsten Letz fun part warten. Heute ist hier... Tja, wie soll ich sagen? Nichts los mit mir. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Aber keine Story zu erzählen. Ich meine, so viel erlebe ich ja jetzt auch nicht unbedingt, aber... Ab und zu schon mal etwas. Und nein, ich war draußen. Also, man <laughs> muss ja rausgehen, um was zu erleben. Und ja, ich war draußen. Ich bin mir nie sicher, ob ich Eier so viel machen soll. Ich meine, Eier findet man ja schon gut in der Zeitung. Und ich denke, wenn ich eine gute Basis habe von Eiern, dann müsste das eigentlich auch reichen. Wisst ihr, du, was ich meine? Also, dass es. Dass ich dann so viele Eier hab, dass ich die dann auch in der Zeitung finden würde. Das ist ja nur der Trick. Geht ja nur darum Eier zu haben, um die in der Zeitung zu finden. Sonst braucht man die ja nicht von Rosie Schätzchen. Das ist der Eiertrick. Wow, jetzt gibt's aber trotzdem gute Sachen in der Zeitung. Wundert mich. Wenn ich jetzt das Stream gemacht hätte und würde Schiffe ballern ohne Ende, würde ich wieder nichts finden. Ich, ich kenne das. Das wäre typisch Heyday. Das wäre so ein Bait. Nach dem Motto, mach den Stream an und mach Schiffe. Das ist nicht nett. Noch ein Puzzleteil. Wow. Man kann bis zu 5 Puzzleteile am Tag kriegen. Auch ohne Event. Man muss nur Glück haben, aber ja, habe ich selten. Also 2 ist meistens das Maximum, was ich überhaupt kriege. Aber ich habe schon gehört, dass es 5 geben soll. Hm. Wir suchen übrigens Mitglieder für unsere Gemeinschaften. Also wenn ihr Bock habt auf eine gute aktive Gemeinschaft, dann schreibt einfach auf Discord Alex. <laughs> Der freut sich oder den anderen Mods. Könnt natürlich auch mir schreiben, aber erstmal den Moderatoren. Die freuen sich. So ich brauche ein bisschen Indigo, weil das habe ich eben komplett auf Null gewirtschaftet. Genauso wie Tomaten. Ey Tomaten habe ich Null. Einfach Null, Leute. Ey, ja, das ist so. Boah. Ich und meine Null-Tomaten-Gang. <laughs> Heftig. Sammeln wir alles ein? Yay. Ich vermisse das irgendwie mit Musik zu streamen. Oder auch Videos zu machen. Aber ich darf nicht. Es gibt so viele Probleme immer mit Musik. Das ist richtig traurig. Richtig, richtig traurig. Pilze sind. Ah, ne. Ich dachte, die wären schon fertig gewesen. Aber nö, sind sie nicht. Okay. Hm. Übrigens denkt immer an den Creator Code. Wenn ihr euch was kauft, Creator Code zu Römer B. Immer eingeben. Und ich bin mir echt noch nicht sicher, was ich mit für dieses Angebot zu halten soll. Also guck mal. Einfach 309 Diamanten für Klopapier. 69 Diamanten für eine Schmetterlingsbank. Oder für die Park. Den Brunnen finde ich auch nicht so schön. Ja, die Schnäppchen sind sowieso keine Schnäppchen, das kennen wir ja schon. Habe ich letztens ein Video drüber gemacht. Wobei ich das, ist, ähm, Tom, Rosie und der Nest schon verführerisch finde, aber. Ah. Im Endeffekt ist es ein schlechtes Angebot. Man kriegt die Sachen, die da im Shop sind, halt einfach besser. Man muss einfach nur ein bisschen Zeit investieren. Das ist nämlich das Problem. Dass man die Zeit nicht investiert. Ach, schade. Schade. Schade, schade. Ja, aber das war schon wieder für ein Part, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ähm, der Farmpass neigt sich dem Ende zu. Da kommen ja auch wieder Videos zu. Und ja, nächste Livestreams kommen. Freut euch drauf. Giveaways kommen. Alles geplant. Und ja, die ähm, Postkarten sind bestellt. Wollte ich nur schon mal sagen. Das heißt, da können sich die Mitglieder auch schon jetzt demnächst drauf freuen. Wenn ich Mal bei meinen Eltern bin, dass dann auch was kommt. Und ja. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Denkt an den Creator Code. Danke fürs Zusehen. Danke für die Riesenunterstützung. Wirklich, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Wie ihr mich um unterstützt. Freut mich immer sehr. Deswegen ganz lieben Gruß. Haut rein. Ciao.